Dieser Ort ist uralt. Er scheint, als wäre seit Jahrhunderten niemand mehr hier gewesen. Wartet! Kommt nicht näher! Nun, ich denke, das wird schon wieder. Widersteht ihm, Neuankömmling! Wir müssen aufwachen! Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opahemi, herzlich willkommen zurück bei The Elder Scroll. Ja, und ich hatte ja gesagt, dass ich weiterspielen wollte in Morrowind, aber ich habe, das Update von, oder das DLC von Summer's End gekauft, seinerzeit, und die Gegend gefällt mir einfach besser, ne? Schaut euch mal um hier, das ist alles hell, alles freundlich, das ist sehr schön. Also Morrowind ist recht dunkel dagegen und Summer's End ist halt die Heimat der Hochelfen. Die sind zwar super arrogant und furchtbar bäh, aber die Gegend ist halt sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich nochmal einen neuen Char. Der alte, den habe ich schon gelöscht, weil der war ja erst Level 4 oder was, der war ja uninteressant. Und wenn man die Einführung überspringt, dann ist man sowieso schon Level 3. Das habe ich auch gemacht. Ja, und hier ist er also schon, ne? Hier unsere Talia von Flusswald heißt sie, ne? Und Flusswald, jeder, der Skyrim kennt, kennt Flusswald. Ja, und wir sind ganz am Anfang, wir sind hier gespawnt und haben hier einen Typen, mit dem wir jetzt erstmal reden. Erst gibt die Königin einen Erlass heraus, der den Status von Summer's End von einem abgeschotteten Paradies zu einer Zuschauerattraktion verändert. Jetzt auch noch Monster, Meeresungeheuer. Aha. Ich habe sowas noch nie gesehen. Natürlich nicht. Nun, ich sage dazu, soll die Katze kämpfen. Lieber er als ich. Monster, Katze, beruhige dich und erzähl mir, was geschehen ist. Und daran erinnern wir uns ja alle, die wir Elder Scroll kennen. Viel Geschichte, ne? Plötzlich tat sich der Boden auf und Wasser und seltsame Kreaturen brachen daraus hervor. Sie griffen uns an. Zum Glück sprang ein Neuankömmling, ein Khajiit, dazwischen und vertrieb sie. Er nannte sich Rasumdar. Ah. Wahrscheinlich könnte er etwas Hilfe brauchen, wenn euch das recht ist. Ja, ich werde mit Rasumdar sprechen. Und auch Rasumdar wird jeder kennen, der das Let's Play verfolgt hat von meinem Jäger. Da spielt der Rasumdar auch schon mit. Ja, dann würde ich sagen, wir machen erstmal eine Zuweisung. Und zwar machen wir erstmal hier. Kartensammlung. Ja, genau. Ja. Und zwar bekommt sie erstmal ein Reittier, den Nachtmar. Genau. Und dann bekommst du noch einen friedlichen Begleiter. Und zwar hier unseren Tiger, der sehr schön ist. Ja, das ist ein schöner Begleiter. Ja, also wie gesagt, wir spielen einen Heiler, aber das ist in ESOS hat so eine Sache. Man kann jederzeit, wenn man will, den Charakter ändern. Man kann ein anderes Volk wählen. Man kann einfach umskillen. Man kann jederzeit
anfangen, in Platte und Zweihandschwert rumzuspielen oder was auch immer. Wir haben einen Templer gewählt und der Templer, ja, weil er die Heilskills hat und weil wir einen Heiler spielen wollen. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rein. Lass uns erstmal hier den Ort ein bisschen umgucken. Was wir hier so haben, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Was ist denn das hier? So, was bist denn du, ein Händler oder was? Kaum, dass ich gehört hatte, dass Sommersend seine Grenzen öffnet, wusste ich, dass ich diese Gelegenheit beim Schopf packen musste. Natürlich. Und zumindest meinen Verkäufen nachzuurteilen, habe ich genau das Richtige. Also, bist du eine Händlerin? Ah ja, genau. Und hier können wir alles kaufen oder was auch immer. Okay. Gut, 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 gut. Ja, was ich hier noch nicht gefunden habe, ist eine Bank, ne? Das ist ein Gildenhändler, okay. Wer bist du denn? Auch eine Händlerin? Auch ein Gildenhändler. Und wer bist du? Einfach nur so eine, einfach so eine Rumstehperson, okay. Dann gehen wir mal weiter, gucken uns mal hier ein bisschen um. Bei die Hochelfen. Was die so haben. Oh, guck mal. Oh, oh, das gilt als stehlen. Ja, ja, nee, wir stehlen nicht. Wir sind ein guter. Wir sind ein guter Bretone, der heilt. Natürlich. Kannst du das mal wegmachen, da den Hinweis? Danke. Sehr nett. Wir haben hier aufschließen, einfach aufschließen heißt knacken in dem Fall. Auch das wollen wir nicht. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Einfach nur, dass wir mal sehen, was hier überhaupt alles so ist. Dass wir einen ersten Eindruck kriegen. Sehr schönes Städtchen, kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr hübsch. Überall Hunde und Menschen, die rumstehen. Und ich finde, irgendwelche Updates ist ich meine, die laufen ja jetzt keine anderen Spieler hier rum, ne? Aber trotzdem ist hier noch Beleben ein bisschen. Also sie haben ein paar NPCs mit eingebaut. Was? Ja, ja, ich beeile mich, natürlich. Ja, ja, sehr schön. Sehr schön hier. Was haben wir hier noch? Das ist nur so eine Terrasse hier. Ja. Oh, da ist ein Schiff. Das hier ist auch noch ein Hafen wahrscheinlich. Lass mal eben gucken. Ja, ja, also wir machen natürlich zwischendurch ein bisschen Zeit ziehen und so, ne, ist ja klar. Hier ist, ja, guck mal da, da ist der Hafen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie ich da hinkomme, aber da ist er. Ah ja, das ist ja super. Du bist ja klug, Opa. Ja, danke. Weiß ich doch. Hier. Gehen wir mal hier lang, da lang. Und hier lang und da lang. Aha. Musiker. Sehr schön. Da steht jemand. Da ist irgendjemand. Ah, hier ist der Hafen. Auch sehr schön. Guck mal. Ja, wunderbar. Ah, sieht ja echt toll aus. Sieht ja richtig, richtig gut aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das war nicht schlecht, dass ich getauscht habe. Weil, wie gesagt, Morrowind ist doch ein sehr, sehr düsterer Ort mit seinen großen Pilzen und... Was bist du denn für einer? Wenn ich das nächste Mal im Feld bin, brauche ich wohl einen großen Kriegshammer. Okay. Oder zwei. Willkommen in unserer Halle. Seid ihr mit der Gilde vertraut? Welche Gilde? Die Kriegergilde. Ah, jo. Ihr solltet darüber nachdenken, ihr beizutreten. Na, mach ich. Wir haben eine neue Gildenmeister. Natürlich. Ein neues gemeinsames Ziel, aha, an dem wir alle arbeiten. Okay. Warum unterhalten wir uns nicht einen Moment? Ah, okay, also erzähl. Hervorragend. Ich weiß, dass wir bald zusammen die Klingen zücken werden. Natürlich, ich habe gar keine Klinge. Nun, was kann ich euch erzählen? Ihr hattet ein gemeinsames Ziel erwähnt. In Ordnung.
Unsere neue Gildenmeisterin ist eine Argonierin. Okay. Sieht alle Farben. Aha, also auch blau, grün und rot. Ihr könntet sie vielleicht schon gesehen haben. Gewaltige Ketten, aus denen Daedra hervorschaut. Oh ja, oh ja. Nee, hier habe ich sie noch nicht gesehen, aber in meinem alten Spielstand habe ich sie gesehen. Ja, und was erhalte ich im Gegenzug? Gute Frage. Wir bilden unsere Mitglieder in besonderen Techniken aus. Ja, wunderbar. Und die Oberen suchen immer nach eifrigen Mitgliedern, um ihnen bei Sonderaufgaben zu helfen. Das ist ja nie. Vielleicht seid ihr der nächste Jofnir. Okay, ich werde beitreten. Dann lasst mich der Erste sein, der euch offiziell als meine Kameradin in der Kriegergilde willkommen heißt. Wunderbar. Geht da raus und kämpft gegen die Dädler. Ja, mach ich. Ja, also ich werde natürlich die Gilden mitnehmen. Ob Magier oder Kriegergilde, spielt da gar keine Rolle. Weil es gibt Fertigkeiten. Und wenn ich sowieso hier rumrenne, kann ich auch die Quests für die mitmachen. Und die haben nicht nur aktive, die haben auch passive Fertigkeiten. Und vielleicht kann ich ja irgendwas davon gebrauchen. Und wenn nicht, werde ich, wenn ich irgendwann vielleicht mal das Gefühl habe, ich müsste was anderes spielen. Oha, das war hoch. Ich müsste was anderes spielen und den Charakter umgestalten. Ja, dann werde ich froh sein, wenn ich da schon mal Mitglied bin in der Gilde. Ne? Also, genau wie Rüstungen. Ich werde so nach und nach, was ich finde, an Rüstungen halt anziehen. Und werde auch schauen, dass ich ja vielleicht in allen Rüstungen auch anfange, Punkte zu sammeln. Ne? Warum auch nicht? Am Anfang kann man sowieso tragen, was man will. Erst später im Endlevel wird es interessant. Was ist denn hier los überhaupt? Mensch. Wo bin ich denn hier? Was ist denn das hier? Hallo? Was machst du? Wer bist du? Seid ihr in meine Tiere verliebt? Nö. Hier und ganz Schimmerheim. Ich sollte Eintritt verlangen. Ja, das ist ja super. Ein Zoomann, ein Tierhändler. So. Das ist hier. Ja. Ich bin am Hafen. Da gibt's wohl kein Vertun. Und hier werden diese Schiffe gebaut. Allerdings etwas kleinere. Naja. Was auch immer. So, ja. Also wir müssen ja. Ja, wir gehen jetzt hier wieder raus. Ich wollte eigentlich noch zur Dingensgilde. Mein, wo sind die? Die. Guck mal, hier ist die Kriegergilde. Da waren wir. Da ist der Ruinenbazar. Und hier, wo ist denn die Magiergilde? Da sind die Gildenhändler, das war draußen. Aber ich bin hier schon. Was ist denn da? Hafensektion. Da sollten wir vielleicht nochmal hingehen. Lass uns da mal gucken. Vielleicht sind da noch irgendwelche Händler. Mal schauen. Was es hier noch gibt in der Hafensektion. Hafensektion, ich komme. Hafensektion entdeckt. Und was machen wir hier? Was ist das hier? Was ist hier? Aha, was haben wir hier? Ein Schneidertisch. Ah, super. Und hier ist gar nichts. Super. Ich habe übrigens noch gar keinen Dingens. Schmuckhandwerk. Okay. Ich habe noch keinen Heilstab. Das ist übrigens ein Krieger, ein Zauberstab, den ich hier gefunden habe. Naja, was soll's. Was ist da? Da will ich vielleicht gar nicht hin erstmal. Das sieht so ruinmäßig aus. Wo bin ich denn hier? Mein Gott. Man kommt hier von eins zum anderen. Oh, ein Bock. Ich habe keinen Bock. Ach du großer Gott, da ist schon einer. Ja. Gott, ich bin schon im Kampfgebiet. Nein, ich war doch gerade noch im Ort. Ich war doch gerade noch in Sicherheit, Mensch. Lass uns mal schön auf der Straße bleiben hier. Ja, wir müssen ja diesen Dingens finden, ne? Aber eigentlich habe ich die Gilde gesucht. Naja, können wir später nochmal hin.
Die Zauberergilde, die Magiergilde. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Gerade als Heiler. Was? Besorge Kürbisse? Wofür? Lindenwenwar? Was ist denn hier? Lindenwenwar? Hallo! Auf der Suche nach einem Schluck feinem Russafelder Roten? Eigentlich macht nicht. Macht euch für eine. Seid ihr auf dem Weg in das berühmte Weingut von Russafeld Reisende? Nee. Schön. Dann werde ich wohl nicht als Einziger enttäuscht. Aha. Der alte Halimurion wurde von diesen Waldelfen abgemurkst. Oh. Ich würde daher darauf wetten, dass es eine Weile keine Weinproben gibt. Ihr meint, es gab einen Mord? Genau das, was ich von einem meiner Amtmänner gehört habe. Super. Anscheinend war es ein irrer Bosmer, der sich der Geist des Grüns nennt. Aber sicher weiß das keiner. Natürlich nicht. Die Untersuchung ist zum Erliegen gekommen. Jemand hat die Regel der drei herangezogen. Aha. Aber gläubischer Unsinn, wenn man mich fragt. Und was ist das? In der Tat, bis sie einen passenden dritten Ermittler gefunden haben, dürfen der Offenbarer und der Rechtsvogt nur untätig herumsitzen. So ein Unsinn. Warum geht ihr nicht los und helft ihnen aus? Nein. Sie werden euch wahrscheinlich zwar bloß sagen, dass ihr ins Meer hüpfen sollt, aber Fragen kostet. Ach, mein Gott, ja, ich muss ja eh alles machen. Also mache ich auch den Müll. Keine Frage. Wir machen jeden Müll, warum ich auch das? Aber das will ich doch jetzt gar nicht. Ich will da hier Dingens. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich suche doch hier den Dingens. Hier, da will ich doch hin. Da, Rasum, da, genau, da will ich hin. Aber der steht hier schon, ne? Irgendwo. Da steht er. Das Quorum eines Untersuchers braucht drei Mitglieder. Das wisst ihr beide. Aha. Nicht schon wieder. Es ist mehr als Aberglaube, Soravir. Ja, es ist Aberglaube. Erzähl mal was. Einfach so schenkt uns Auriel, was wir brauchen. Genau. Seid gegrüßt, Keruval. Was? Ich bin Oberrechtsvogt Tanamir von der göttlichen Staatsbehörde. Ich heiße nicht Keruval. Vor langer Zeit. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist, aber vielleicht hättet ihr Lust, uns zu helfen. Was geht hier vor? Wie ihr sehen könnt, hat hier ein Mord stattgefunden. Ja, ein Mord. Meine Schützlinge Lorne und Soravil kamen hierher, um in diesem Fall zu ermitteln. Aha. Ich fürchte, sie haben womöglich nicht den richtigen Blickwinkel. Ja, glaube ich auch. Die Besonderheiten dieses Mordes... Verzeiht, ich bin zu vorschnell. Sie brauchen eine frische Perspektive. Eure, glaube ich. Ja, um was hätte ich denn zu machen? Ihr würdet die Rolle des Admanen übernehmen, des Toll. Lauschenden Auges. Eine lauschendes Auge. Das Admanen die als Mittler der widerstreitende Theorien zusammenführt. Aha. Außerdem sammelt es Beweise, vernimmt Verdächtige und ähnliches. Okay. Was sagt ihr? Super. Ich danke den Göttlichen, dass ihr helfen wollt. Ja, natürlich. Dieser Ort lastet schwer auf uns allen. Na klar. Das Opfer Halimurion war nicht sehr beliebt. Aha. Die Einheimische erhoben das Glas nach seinem Ableben. Aber der Mörder, der Geist des Grüns, das ist etwas ganz Besonderes. Oh, um wer ist das Geist des Grüns? Danach solltet ihr lieber Lorne fragen. Sie oh je. Ihr ganzes Leben davon besessen, den Geist zu fangen. Oh, der cool. Der Umstand, dass er zurückgekehrt ist, schmeckt ihr ganz und gar nicht. Mehr kann ich nicht sagen. Meine Vorurteile sollen euren Eindruck nicht trüben. Okay. Als Admane soll man eine unverbrauchte Perspektive einnehmen. Natürlich. Und man soll ein hörendes Auge haben oder ein sehendes Ohr. Alles gut. Jetzt muss ich mit der hier rumreden. Ihr werdet euch uns anschließen? Gut. Nennt mich Lorne. Nee. Es besteht kein Anlass für den Gebrauch blumiger Titel. Wir okay. Altmeer haben ohnehin genügend Namen. Natürlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Außenstehende eignen sich oft am besten als Admanen. Natürlich. Ein unverstellter Blick auf die Sache wird hier entscheidend sein. Mehr noch als sonst. Okay, und warum ist es gerade besonders wichtig? Das ist eine lange und deprimierende Geschichte. Ach komm, nee. Eine, die ich nicht gerne noch einmal erzähle. Fürs Erste müsst ihr nur wissen, dass wer auch immer Halimurion ermordet hat, sich große Mühe gab, es wie die Arbeit des Geistes des Grüns aussehen zu lassen. Okay. Einen Mörder, den Soravil und ich vor Jahrzehnten fassten. Okay, und was an diesem Mord erinnert euch an den Geist des Grünen? Der Geist hatte eine gewisse Handschrift, um uns wissen zu lassen, dass er es war. Okay, er tötete jedes seiner Opfer mit einem einzelnen Waldelfenpfeil ins Herz. Toll. Und legte dann ein Farnkraut über die Leiche. Aha. Das Farnkraut ist da, aber der Schuss war schlampig. Und der Pfeil ist von hochelfischer Machart.
Das ist seltsam. Ja, das ist nicht nur seltsam, das ist, ne? Ich muss mir die Leiche genauer anschauen. Ja, hast du doch schon. Könnt ihr den Weinberg durchkämmen? Ja, wenn klar. Ihr das findet, dann blast in diese Pfeife. Ah, eine Pfeife, das super. Es könnte sich auch lohnen, die Leute im Dorf zu befragen. Natürlich. Gegenüber einer Außenstehenden sind sie vielleicht offen. Ja, die quatschen gerne, ich weiß. Ja, es ist Maria. Jetzt geht sie ab, ey. Ach komm, ich will da so einen Scheiß gar nicht. Was wollt ihr? Die Offenbarer haben mich schon vernommen und mich wieder laufen lassen. Ja. Ich wollte nur für den Fall hierbleiben, dass noch etwas Aufregendes geschieht. Haltet ihr das für aufregend? Ihr nicht? Nee. Der Geist des Grüns ist zurückgekehrt. Na eben nicht. Ends rächender Champion. Oh Gott. Natürlich bin ich aufgeregt. Natürlich. Diese Langbeine dachten, sie hätten ihn schon vor Jahren hingerichtet. Aber nun ist er wieder da. Natürlich. Bereit, die Gerechtigkeit des Waldes walten zu lassen. Also, ihr meint, es ist ihm recht geschehen. Ihr seid hier neu, was? Halimorion war ein saftärschiger Schnösel. Okay. Mit der einen Hand gab er Waldelfen einen Klaps, mit der anderen begrapschte er sie. Der Geist des Grüns tat nur, was die Strafbehörde nicht geschafft hat. Also hat er die Waldelfen schlecht behandelt. Ermordet? Nein, hingerichtet. Hingerichtet von rechtschaffender Hand. Okay. Schaut euch nur um, Außenstehende. Ich wette meine Hörner, dass ihr Beweise für seine Missetaten findet. Das war schon lange überfällig. Hoffentlich nehmen sich die anderen langbeinigen Wichtigtuer das zu Herzen. Okay, alles klar. Mein Gott. Und das muss ich mir jetzt mit so 1000 Leuten hier anhören? Echt jetzt? Tu den Stab weg. Wir wollen hier nicht rumballern. Ach ja, komm. Hast auch was zu erzählen? Das mit Halimorion ist wirklich schlimm. Sag ich doch. Ich hatte ihm gesagt, er soll seine politischen Überzeugungen nicht so offen äußern. Ja. Immerhin herrscht jetzt ein anderes Klima. Immerhin. Man muss darauf achten, was man vor anderen sagt. Sag ich doch. Andererseits ist es schon gut, einen Winzer von der Konkurrenz losgeworden zu sein. Er war ein Konkurrent? Ich schätze, das macht euch zu einer Verdächtigen. Oh, Schatz. Da kommt ihr aber etwas spät, wenn ihr deswegen hier seid. Ich habe meine Aussage bereits bei den Offenbarern eingereicht. Und okay. Mein Alibi wurde dreifach bestätigt. Ja, dann. Um ehrlich zu sein, ist der einzige Grund, warum ich noch hier bin, der, dass ich eines meiner Dienstmädchen suche. Aha, und welches? Ja, eine bezaubernde junge Waldelfin namens Faril. Okay. Ich habe sie erst vor kurzem angestellt. Sie arbeitete für den verstorbenen Halimorion, doch es gab wohl eine Art Zwischenfall. Okay. Ich kann aber keine Einzelheiten. Wenn sie nicht mehr für Halimorion arbeitet, warum sollte sie dann hier sein? Den anderen Dienstmädchen zufolge kam sie oft hierher, um die Freunde zu besuchen, die sie zurückgelassen hatte. Okay. Sie nahm an den Abendessen der Bosmer teil, den mittäglichen Feiern im Weinberg, solche Sachen. Okay. Ich ermutige meine Mädchen, sich Zeit für sich zu nehmen. Okay. Also, falls ich sie sehe, werde ich ausrichten, dass ihr nach ihr gesucht habt. Ihr seid mir ja eine Kirschblüte. Das wäre wunderbar. Passt auf euch auf, Kerum. Wieso sagen die alle Kerum? Sehe ich aus wie Kerum? Und ich bin ganz schön klein. Guck mal. Die Hochelfen sind ja sowieso ein Stück größer. Na, immerhin. So. Ah, befragt Schaulustige noch ein. Nicht du den Stabig. Mein nervöser Finger bringt mich noch ins Grab hier bei dem Spiel. Ja. Blabberbach. Oh Gott, was ein Name. Hallo, Blabberbach. Ah, ihr kommt zum Plappern mit Blabberbach? Nein. Als die Mörder kamen, sah ich ihnen nach. Mörder? Ihr meint aber einen, oder? Blabberbach weiß, was Blabberbach singt. Seht ihr denn nicht, welchen Sinn er da bringt? Der Geist hat dem Winzer den Tod beschert. Ah, doch selbst Geistern bleiben Freunde nicht verwehrt. Okay. Begreift ihr denn nicht? Der Tod kommt als Paar. Für Freunde und Mörder es Sieg und Niederlage war. Ihr wollt damit also sagen, dass der Geist des Grünen einen Komplizen hatte. Mörder und Opfer sind zwei. Juchai, nicht fern ist der engste Kern. Aber Blabberbach blabbert zu lang, wie es scheint. Macht lieber schnell, sonst hören wir Geschrei. Gott, ja. Ich höre den Geschrei schon. Ich bin sowas von am Geschrei am Hören. Du suchst die Felder. Wofür? Was finde ich denn hier? Ah! Da! Die Pfeife benutzen. Jetzt aber schnell. Wir haben noch was gefunden. Noch eine Leiche. Ah! Reizend. Gut, wa? Blut auf Händen und Bluse. Aber keine Schnittwunden. Das passt nicht ins Muster. Nee. Der Geist tötet stets mit einem Bogen. Na siehste. Das war eine spontane Tat.
Ja. Unerwartet. Ein spontaner Bogen. Wehrte sie sich. Warum besteht ihr darauf, über diesen Dingen zu brüten wie ein Ephem? Ihr kennt das Todeserinnerungsritual. Es ist ein simples... Genug, Soravil. Es ist verboten, das wisst ihr. Atmanen, schaut euch doch einmal nach der Quelle dieses Blutes um. Ach, jetzt ich wieder. Ach, ich wieder. Oh, Jesus Maria, ey. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich muss doch zu dem Dingens. Holz. Vielleicht war es das Ahorn. Vielleicht hat uns das Ahorn gebissen. Na, hier muss es irgendwo sein. Komm schon her, Quelle des Blutes. Du bist schuld. Die, jetzt hab ich dich. Haha, pfeif, los, pfeif. Wir haben sie. Ja. Und wo ist die Quelle hier? Wo ist sie hier? Wo ist denn hier die Quelle des Blutes? Ja, wo ist sie denn? Hier oben? Hier ganz oben? Ich sehe sie nicht. Verdammt. Pack. Muss aber hier irgendwo sein. Was ist denn das da? Rosafeld. Ah ja, das ist Rosafeld. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Was ist denn hier los? Da war ich doch noch nirgends. Wieso sind denn da schon alles? Ich muss zu Rasmodar. Ach, komm schon, ey. Ja, jetzt such dich hier. Jetzt guck dich hier noch um. Wir haben noch nicht einen Zauberspruch gewirkt. Wir sind nur am Labern hier mit den Typens. Hier, das ist es, das ist es. Die Lampe war's. Die Tusel war's. Der Apfel war's. Nein. Verdammt. Tja, der Apfel war's. Nein, der war's nicht. Ja, wo war's denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Toll. Hier muss es irgendwo sein. Los. Du warst es schuld. Du bist es schuld. Du kleiner Stecher, du. Na toll. Noch so ein Stecher. Die sind das schuld. Jetzt haben wir's. Ach, da war doch vorhin war da so ein Dings. So ein Zeichen. Hier irgendwo im Gras, das ich gefunden habe. Ah, nein, jetzt muss ich doch wieder da hoch. Ach komm, da ist doch scheiße sowas. Ihr müsst mir schon ein Zeichen geben hier. Los, gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Los doch, los doch. Ja, hier muss es irgendwo sein. Aber ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Der Baumbart. Der böse, böse Baum. Da, 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 da. Ich hab's, ich hab's. Verdächtiger Sack. Der Sack hat zugeschnitten. Da, ein blutbeflecktes Sichel. Ja, wir nehmen alles. Hurra. Jetzt müssen wir wieder mit der Tusel reden, natürlich. Wir haben die Sichel gefunden. Und das ist ja ganz klar, das muss ja die Mordwaffe sein, die Sichel, weil sonst gibt es ja keine Sichel. Kann ja nichts anderes gewesen sein. Muss die Sichel gewesen sein. Warte, ich komme zu dir. Guck mal hier. Runenstein, oh, die nehmen wir mal mit. Wenn wir schon mal hier sind, ne, und die leuchten gerade so schön. So. Guck mal hier. Hallo, ich hab die Sichel. Ihr habt etwas gefunden? Natürlich. Ich auch. Es sieht aus, als wäre Faril erdrosselt und nicht erstochen worden. Toll, mit der Sichel. Dieses Blut muss vom Angreifer stammen. Toll. Eine Sichel. Hm. Blut auf der Klinge. Sie muss sie benutzt haben, um sich zu verteidigen. Aha. Dieses Blut könnte der Schlüssel sein. Okay, können wir das Blut an der Sichel verwenden für einen DNA-Test, um herauszufinden, wer der Mörder ist? Das habe ich vor. Super. Ich bin recht geschickt in der Alchemie. Super von dir. Ich bin überrascht, wie nützlich das bei meiner Arbeit sein kann. Nein, bin ich nicht. Ich habe mehr Mörder mit Fiolen und Destillierkolben gefangen als mit irgendeinem Schwert. Mein Gatte sagte immer... Verzeiht. Was? Ich schätze, es wird Zeit, dass ich es euch sage. Ja, sag es, komm. Der Geist hat 17 Leute ermordet, bevor wir ihn gefangen haben. Na siehste. Sein letztes Opfer war mein Ehemann. Ach, du warst der Geist. Soravils Gattin beging Selbstmord, als sie davon erfuhr. Aha. Die beiden hatten eine Affäre, wisst ihr? Es war eine schwere Zeit. Was?
Es geht schon, ich... Jetzt begreift ihr sicher, warum wir eine unbeteiligte Person brauchten. Genug. Gehen wir wieder an die Arbeit. Aber du warst an dem Mörder, damals? Ich möchte, dass ihr Halimorions Villa durchsucht. Ja. Sie liegt südwestlich von hier. Natürlich. Er war unbeliebt. Wenn wir den Grund dafür herausfinden können, stoßen wir vielleicht auf ein Motiv. Ja, vielleicht. Wer weiß. Und dann malen wir ein Bild, wenn wir ein Motiv haben. Ja. Bin ich damit jetzt entlassen? Nein. Aber ich muss jetzt zu dem Dingens. Wieso renne ich denn jetzt hier auf diesem Weinfeld rum? Kann doch nicht wahr sein, oder? Ey, pinkel da nicht hin. Lässt du das wohl sein? Aber macht man nicht. So, wir suchen immer noch den Erasmus-Dingens. Da ist er. Lass uns doch mal hier eine Markierung setzen. So, da lang. Dann kommen wir zu ihm. Wir haben noch nichts gemacht, noch gar nichts. Aber das ist ja immer so. Das ist, mein Gott, ja. ESO halt. Ne? ESO ist kein Spiel für mal eben schnell hopp hopp. ESO ist unheimlich viel Geschichte, unheimlich viele Entscheidungen. Natürlich auch Kämpfen und alles, was so dazugehört. Aber ist halt eine Story. Ist halt, ja, eine visuelle Novelle, kann man schon fast sagen. Was? Wohin des Weges, mein Freund? Boah, wie cool. Habe ich noch nie gesehen, dass irgendwo einer steht. Außer jetzt in den Kneipen oder so. Aber hier einfach so draußen? Sehr cool. Auch weiter so, bravo. Hör auf zu saufen. So. Ah, wie cool. Man kann ja auch selber sich hinstellen und spielen. Die, die das Elder Scroll kennen, die wissen das. Wo muss ich denn hier hin? Ich gehe mal über die Brücke, ne? Besser ist das. Wo muss ich denn hier hin? Wo muss ich denn hier hin? Da laufe ich doch wieder in den Ort, oder? Ich denke schon. Mäh. So, jetzt aber. Was? Hilfe, lass mich in Ruhe. Überreit mich nicht über den Haufen hier, du. Ehrlich, so wahr. So, hier, da, Rasmun da. Wo ist er? Rasmun da. Rasmun da. Da ist er. Na prima. Ah, oh, die sehen ja schön aus hier, die Gegner. So was läuft hier rum, das ist ja super. Also. Habt ihr jemals solche Kreaturen gesehen? Nö. Ras nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Nö, ich auch nicht, du auch nicht. Ihr seid ein Neuankömmling, ja? Richtig. Ihr wart noch nie auf dieser Hochelfeninsel? Nö. Dieser hat ein Näschen für solche Sachen. Ja, der Ras um da. Sieht mir wacker aus. Ja, bin ich auch. Kann Ras euer Interesse an ein bisschen Spionagearbeit wecken? Ja, der Ras um da ist also, der gehört zur Königin und ist ein Geheimagent der Königin und spricht von sich immer selber in der dritten Person. Sehr vornehmer Mann. Spionagearbeit klingt unheilverheißend. Unheilverheißend? Nein, super. Nein. Vielleicht ein bisschen. Hängt davon ab, wie sich die Sache entwickelt. Natürlich. Ras ist auf Befehl von Königin Eire nach Sommersende. Sag ich doch. Um sicherzustellen, dass die Öffnung der Insel auch wie befohlen läuft. Also, wie kann ich helfen? Stellt ein paar Fragen. Findet heraus, wie die Stimmung in Schimmerheim ist. Natürlich. Und wie es den Neuankömmlingen ergeht. Natürlich. Der Königin sind Gerüchte zu Ohren gekommen und sie macht sich Sorgen. Daher ist Rasumdar gekommen, um herauszufinden, was los ist, und muss nun gegen sonderbare Kreaturen kämpfen. Jetzt macht sich Ras auch Sorgen. Okay, ich werde mal in der Stadt ein paar Fragen stellen. Während ihr euch in der Stadt umhört, kann Ras sich um andere Angelegenheiten kümmern. Na, bravo. Könnte durchaus sein, dass die Krallen dabei zum Einsatz kommen. Deine hier, die da. Treffen wir uns doch am Eingang nach Schimmerheim, okay. Sobald ihr etwas zu berichten habt. Also, was waren das für seltsame Kreaturen? Soll ich irgendjemanden bestimmten über den Erlass der Königin sprechen? Gibt es etwas, was ich über Schimmerheim wissen sollte? Ja, da werde ich schon alles rausfinden.
Ist ja alles hier. Genau, hier da. Sprich mit dem und sprich mit dem und da genau, hier mit der sprechen, da mit einem sprechen, was ist das? Da ist hier die Villa von dem, die müssen wir die suchen, wir müssen zurück in den Ort. Also wir haben jetzt schon jede Menge zu tun, das ist ja super, finde ich super. Oh, dann würde ich sagen, ja, Tauschhandel der Hexenmuster. Das ist übrigens ein Event, der gerade läuft zu Halloween, naja, was auch immer. Ihr Lieben, ich würde sagen, wie es weitergeht, wir haben noch gar nicht gekämpft und nichts, aber das macht ja hoffentlich nichts. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und ich hoffe, ihr findet es trotzdem interessant und wie es weitergeht, sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.